Cantus Bühne. Schön, dass Sie vorbeischauen. Ich möchte Sie kurz informieren über meine beiden Stücke, das Geheimnis des Theaters und das Duell. Beginnen möchte ich mit das Geheimnis des Theaters, das von Kafkas Amerika inspiriert worden ist. Es geht auch um Schein und Sein, dass eben zwischen Schein und Sein eklatante Unterschiede sind, die man nicht leicht erkennt. Auf der Bühne passieren Dinge, die unvorhergesehen sein können. Und in diesem Sinne ist es auch wichtig, auf die Machtkämpfe hinzuweisen, die zwischen Männern stattfinden, hauptsächlich sehr klischeebehaftete Männer, die halt in diesem Stück auftauchen. Und die Frauen sind genauso natürlich. Das ist eine bewusste Karikatur im Grunde genommen. In diesem Sinne ist es so, dass dieses Theaterstück eine eigene Realität darstellt und dass ein Stück im Stück gespielt wird. Damit habe ich das im ersten Stück beschrieben. Mein zweites Stück ist eben das Duell. Das Duell ist eine Geschichte, die ein psychisches Duell darstellt zwischen zwei Freunden, die in der Vergangenheit einander sehr viele Wunden geschlagen haben. Und viele Jahre später ist einer dieser Freunde sterbenskrank und bekommt plötzlich Besuch von seinem ehemaligen Freund, mit dem er sich immer zerstritten hat aufgrund dieses Duells. Und das Verrückte daran ist, dass dieses Duell dann einfach fortgesetzt wird, als ob nie irgendwie was passiert wäre zwischendurch. Und es sind die gleichen sozusagen Fragen, die damals aufgetaucht sind, tauchen plötzlich wieder auf. Ja, eine Frau taucht natürlich auch auf, die zwischen den beiden Duellanten als Katalysator dient. Das Ende des Duells ist vorhersehbar und dennoch ist es eine überraschende Logik, die dann am Ende auftaucht. Ich versuche sozusagen Leben möglichst authentisch darzustellen. Also ich versuche auch jetzt authentisch zu sein, was mir schwerfällt, also wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist, aber ich bin bemüht und sehen Sie es mir nach, dass ich kein Profi bin, sondern nur ein Autor, der halt zum Schauspiel nicht taugt. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie mir zugesehen haben.